nicht. Junge, ich hab nichts gemacht, Digga, da hab ich voll. Ja, ich finde, er macht seinen Punkt ziemlich gut klar. Der Vater ist nicht schwach. Junge, hör auf die. Ne? Also, es ist ziemlich eindeutig, dass er nichts gemacht hat. Nichts zu werden, sonst geht's wieder runter. Ja, Junge, hör mich doch nicht, ich hab nichts gemacht. Das ist eindeutig. Das ist unschuldig, der junge Mann. Wir haben eine Doku. So Vatertag. Vatertag 2022. Für viele ist es die erste Feier mit vielen Menschen nach 2 Jahren Corona-Pause. Und eigentlich schon richtig schlimm, wenn man es so sieht, oder? Also es ist ja nicht so, als wäre der Shit vorbei. Trinken ist ja auch kein Hobby mehr. Ne? Das ist ja, bei uns ist das schon fortgeschrittene Mode. Aber wir sind wieder im Thema Alkohol, okay. Sie sollen mir jetzt einfach mal zuhören. Aber einfach mal unfair. Ruhig sein und hören, was ich sage. Ist das okay? Alkoholisiert werden die Kräfte natürlich gedanklich größer. Ja, aber nicht in diesem Ausmaß. Nicht in diesem Ausmaß, in einer kleinen, schön durchgetesteten Gruppe. Das ist halt wild. Ja, da sind andere Gruppen. Das muss richtig stressig sein für Polizei und alle anderen. Hannover, der Marschpark am Neuen Rathaus. In der Vergangenheit kam es hier an Vatertagen immer wieder zu Schlägereien. Deshalb ist Polizeikommissarin Dana Dehne mit ihren Kolleginnen und Kollegen heute hier im Großeinsatz. Auf Pferden. Ich weiß nicht. Ich finde Pferdepolizei irgendwie komisch. Das wirkt irgendwie nicht richtig. Das ist wie Polizei auf E-Scootern. Das ist irgendwie komisch. Man geht schon davon aus, dass der Marschpark gerade auch sehr voll werden wird, weil eigentlich ist das immer so der Punkt gewesen hier in Hannover, wo man sich dann halt trifft, wenn man dann seine Tour beendet hat, sag ich mal. Aber was uns genau erwartet, schauen wir mal. Wir denken schon, dass jetzt gerade noch sehr, sehr wenig los ist, aber es ist ja auch noch früh. Erfahrungsgemäß dann so in den Nachmittagsstunden, Abendstunden wird es dann schon voller. Und dann gerade auch, wenn dann der Alkoholpegel steigt, dann könnte das vielleicht noch ein bisschen spannend werden. Muss nochmal, ach scheiße. Okay, wir haben es nicht so weit geschafft. Ich muss ganz ehrlich sagen, so im Hintergrund alleine zu sehen, ne? Ich meine, guck mal, hier chillen einfach nur 3. Ist irgendwie auch cool zu sehen. Das sind Leute, denen das halt nicht so wichtig ist, sondern die einfach nur haben dann halt ihren freien Tag und genießen ihn einfach. Die hinten spielen irgendwie Ball. Ist irgendwie auch schön, dass nicht alle einfach nur losziehen, total betrunken sind. Oh, da muss ich aber auch noch zu sagen, dieses Jahr Vatertag war ich auch wirklich und mein Mindset an so einem Punkt, wo ich sehr, sehr stolz auf mich selber war. Weil auch da, vor noch 3 Jahren, als wir losgezogen sind, weiß ich nicht, war mein Mindset irgendwie noch komplett anders. Ich war halt super asozial. Mit vielen Sachen einfach, ne? Wie das dann halt so ist. Vatertag, du trinkst, läufst durch den Wald. Ihr könnt euch vorstellen, dass da nicht so viel auf Pfand gesetzt wird, sage ich jetzt mal, ne? Aber dieses Jahr habe ich es geschafft. Ich habe nicht eine Flasche in den Wald geworfen und ich habe nicht einen Zigarettenstummel in den Wald geworfen. Ja, ich hatte eine komplette Arschtasche mit wahrscheinlich mit 1,5 Schachteln Zigarettenstummel hinten drin, ne? Also in der Tasche. Aber ich war sehr stolz auf mich. Ich war wirklich sehr, sehr stolz auf mich. Auch hier Klopfer und so. Jede wieder mitgenommen. Also muss ich einfach nur mal sagen, dass ich da auch sehr, sehr stolz auf mich selber war. Und ich glaube auch, dass ihr und die Zeit, die wir hier zusammen verbringen, darauf auch einen Einfluss hatten. Muss ich einfach auch mal sagen.
die Sachen, die wir uns hier beschäftigen, glaube ich, auch in mir viel geändert haben. Und da muss ich auch mal sagen, danke Leute, Dankeschön. Ihr macht aus mir auch einen besseren Menschen. Gucken, ob wir jetzt weiterkommen. Und dann gerade auch, wenn dann der Alkoholpegel steigt, dann könnte das vielleicht noch ein bisschen spannend werden. Wie überall im Norden am heutigen Vatertag. Pfandfreie Dosen aus dem Ausland. Auch in Hannover und der Region sind viele Partygruppen unterwegs. Ja, aber hier geht's ja nicht um den Pfand, Elko, das weißt du auch. Die meisten ganz klassisch mit Bollerwagen. Henning? Dominik? René? René, für dich? Für viele ist es die erste Feier ohne Corona-Auflagen. Mit Freunden sein, Spaß haben, Freiheit. Also jetzt in den letzten 2 Jahren durch Corona hat man einige Einschränkungen gehabt halt. Also einfach den Tag genießen, das Wetter passt und Freunde treffen einfach so und so eine gewisse Tradition pflegen, so dieses Bollerwagen-Ding irgendwie. Ne? Das macht ja auch Spaß. Ne? Mitten im Freiluft-Party-Zentrum liegt der. Und da werden mir die Wörter wieder im Mund umgedreht. Vielen lieben Dank, Nacho. Der Kiosk am Nordufer des Marschsees. Vincent Weidig und Stefan. Es ist eine ganz kleine Kleinigkeit. Ja, ihr wisst, das hier mit euch, das ist eine kleine Affäre. Das ist nicht mehr. Nee. Mir jetzt sowas nicht selbst aus der Tasche fallen würde. Ich würde nie auf die Idee kommen, Flaschen und Zigarettenstummel einfach so in die Botanik zu werfen. Ja, also, wie gesagt, heute auch nicht mehr. Ich habe nicht drüber nachgedacht, ganz ehrlich. Aber wenn man einfach ein bisschen reifer wird, irgendwie über Sachen mehr nachdenkt, dann ändert es halt schon viel. An Herzlieb bereiten sich auf einen langen Tag vor. Es ist tatsächlich ein wirklich anstrengender Tag, weil man ja viel mit Leuten zu tun hat, die dann doch eher ein bisschen angetrunken sind, die häufig sehr laut sind, aber nichtsdestotrotz ist hier viel los. Wir hoffen, dass wir, wie gesagt, viel Bier verkaufen. Knapp 40 Kilometer entfernt am Steinhuder Meer. Ebenfalls ein beliebtes Ziel der Feiernden. Hier kümmert sich die Johanniter Unfallhilfe um Verletzte und Betrunkene. Die haben, glaube ich, auch einen richtigen Scheißjob an dem Tag, ey. Annika Thombrink ist eine von 16 Einsatzkräften. Wir schauen mal, was so kommt. Also die Meinungen sind unterschiedlich, ob was kommen wird, ob viel kommen wird, weil jetzt 2 Jahre nichts gemacht wurde, ob es dadurch ein bisschen eskaliert oder so. Ral, ich glaube, das ist einfach ernsthaft nicht drüber nachdenken. Das ist einfach dumm und stumpf nicht drüber nachdenken. Wir treffen uns ja immer am Rewe bei uns und da warten wir dann auf die anderen und da war es auch schon so, dass wir halt, ja, jeder auch schon was getrunken hat, ne? So kommst halt an und fängst an, so zu trinken. Und da haben wir den Pfand, den wir halt dann hatten, den haben wir halt auch nicht einfach da stehen lassen, sondern wir haben den, da wo die Einkaufswagen immer so stehen, ne? Die sind ja sonst ineinander gesteckt. Und dann haben wir auf den hintersten, in den nächsten einfach unseren ganzen Pfand reingestellt. Weil wir uns dachten so, dann ist es da schon drin. Der Nächste, der vielleicht morgen früh kommt, vielleicht denkt er sich so, okay, klar, gratis Pfand. Selbst wenn es nur 70 Cent sind. Hauptsache, das fliegt da nicht rum, dachten wir uns. Und deswegen, es ist irgendwie schön, wenn man so, man da irgendwie so für sich selber merkt, dass man mehr Verständnis für Sachen bekommt. Weniger dumm ist. Ja, das Problem ist, dass es Rewe halt am Feiertag nicht auf hat. Das ist das Schlimmste. Ja, solange wie es nicht so komplett random kommt, so wirklich irgendwas, was gar nicht gesagt wurde, einfach behaupten. Immer noch so, dass circa insgesamt 1300 Personen sich in die Richtung hierher bewegen. 700 auf dem Weg, etwas über 500 an dem Ort Altensburg. Im Alter überwiegend junge Erwachsene, augenscheinlich weniger Jugendliche. Die Stadt Wunsdorf hat extra eine Wiese für die Feiernden vorbereitet. Bis 18 Uhr darf hier gefeiert werden. Um 19 Uhr muss die Wiese wieder leer sein.
Das ist aber nett. Der anderen, ja, irgendwie teils, ne? Ich meine, auf der einen Seite ist es natürlich gut, weil du so sehr viel an einen Platz sammelst und das natürlich so rein sauberkeitstechnisch ein bisschen einfacher wird. Es ist alles unter freiem Himmel. Trotzdem fährst du ja dadurch passiv viel auf einen Fleck. Corona-technisch immer noch schwierig, ne? Dann fällt der Polizei dieses Gefährt mit Blaulicht auf. Okay. Ich habe den Vatertag einfach durchgespielt. Geil. Stimmt, das Aggressionspotenzial ist auch höher. Stimmt, weil du viele Betrunken auf einem Fleck hast. Boah, das muss so nervig sein mit den ganzen... Jeder hat seine eigene Musik dabei. Boah, das muss so anstrengend sein auf dieser Wiese. Fahren Sie bitte weiterfahren, vorsichtig. Wir werden jetzt hier direkt auf dem Weg, weil Sie nach vorne... Kommen wir einmal kurz bitte mit ein bisschen auf Fahrzeug. Ja, na klar. Haben wir alles dabei. Machen wir. Ja, gut, das im Straßenverkehr wird, ne? Ist es für Privatpersonen verboten, mit Blaulicht zu fahren. Da die jungen Leute nur auf dem Weg zur Festwiese sind, ist es in diesem Fall in Ordnung. Okay. Muss ich aber sagen, verständlich, aber auch sehr kulant. Sehr, sehr kulant. Das Problem war jetzt, dass wir quasi mit dem motorisierten Rasenmäher gefahren sind, auf öffentlichem Gelände so gesehen, mit Blaulicht. Und da war jetzt der Verdacht, dass wir jetzt was Illegales gemacht haben. Haben jetzt gesagt, okay, dann prüfen wir das Ganze nochmal Sachverhalt. Es ist alles in Ordnung. Die 6 km/h sind. Es war dadurch, dass das Fahrzeug maximal 6 km/h fährt, ist alles vollkommen legitim. Wir dürfen weiterfahren, wir dürfen das Blaulicht weiterhin anhaben. Es ist alles in Ordnung. Alles gut, hat alles gut. In dem Sinne darf gefeiert werden. Zurück am Maschsee in Hannover. Schöne Runde Flunkyball. Habe ich immer gehasst. Ich glaube, ich habe einmal Flunkyball gespielt. Finde ich furchtbar. Dieses Schnellaufdruck. Ach nee, ey. Fällt mir gerade was ein. Gestern mit dem Schwiegervater telefoniert. Wir wollen am Freitag ein paar Dinge erledigen. Zur Bank den Wolf aus der Werkstatt holen. Und für ein Fotoshooting abgeben. Oh! Der Opa fragt mir im Scherz, wann wir den Kleinen wieder wollen. Weißt du, und ich gucken uns kurz an und sage, dann Samstag. Im Endeffekt geht es nur darum zu trinken. Es ist ein reines Spiel um Druckbetankung. Ja. Wie gesagt, niemals. Am Westufer beginnen Oliver Gerwe und Björn Rex von der Zentralen Polizeidirektion einen besonderen Streifendienst. Mit einem Boot sind sie heute auf dem Maschsee unterwegs. Alkoholisiert werden die Kräfte natürlich gedanklich größer. Und jeder versucht, irgendwie was Tolles noch zu machen oder mal zur Fontäne rüberschwimmen oder vom Tretboot springen. Und das hast du heute halt sehr extrem hier. Und darum sind wir da und gucken. Ja, das, ich kann es mir gut vorstellen. So, ach Gott, da kommen Leute auf ganz, ganz dumme Ideen wahrscheinlich. Saufen, du musst in Reinform, ja. Wenn ich das so sehe, habe ich anscheinend nie eine normale Jugend gehabt. Beziehungsweise auch heute keine normale Erwachsenen für mein Alter. Weiß ich nicht, also lässt sich auch da nicht pauschalisieren, Nacho, ne? Also, ich möchte nichts missen aus der Vergangenheit, aber anders ist auch okay. Es muss nicht immer so. Das ist nicht zwangsweise notwendig. Kann auch sehr gut ohne Alkohol Spaß haben, ne? Aber sicher ist sicher. So.
an einem Muss man aber auch sagen, also von meinen Freunden ist halt auch niemand, was ja auch ein großes Problem ist, der unter Alkoholeinfluss irgendwie aggressiv wird. Also alle, mit denen ich zu tun habe, wären unter Alkohol eigentlich immer nur ein bisschen dumm und lustig. Solange wie ich selber was trinke, ist mir das auch recht. Ich glaube, nüchtern könnte ich meine eigenen Freunde nicht ertragen, wenn sie betrunken sind. Ja, alle irgendwelche Stories, und wenn ich zurückdenke, habe ich in der Küche gestanden, gekocht und gearbeitet. Ja. Aber was wirklich machbar wäre, da Eis am Samstag hilft, das Weinstückle zu mähen und eh wieder dort in der Gegend ist. Das heißt, am Freitag geht's ins Kino. Jurassic World, cool. Dann hatte ich noch die Erleuchtung ohne Kind am Samstag. Ich gehe schwimmen von 8 bis 12, rechtzeitig zum Community Day da. Sehr gut. Und dann nochmal den Paul rein. Geil. Steg, roter Rauch. Ja, hier ist jetzt gerade so eine Rauchbombe hochgegangen oder was auch immer das genau war. Ich weiß es nicht. Wir haben es nur ein bisschen Quallen sehen. Jetzt müssen wir erst einmal gucken. Kurz mal mit den Leuten quatschen hier. Moin. Party machen und sowas, das ist alles in Ordnung. Aber so Geschichten wie hier mit jetzt Rauch und so ein Kram, ne? Das ist Quatsch, das machen wir bitte nicht. Ja? Habt ihr da noch mehr von, dann bitte? Lasst die da irgendwo stecken. Und ihr steht in dem Nebel, das ist scheiß gefährlich, dieses Zeug, wenn ihr das wegatmet. Also lasst den Kram, ne? Ihr könnt feiern, da spricht überhaupt nichts dagegen. Ein bisschen was trinken, alles in Ordnung. Aber benehmen und so ein Dönigens lassen, okay? Dann wie scheiße nett die auch einfach sind, ne? Boah, ich bin so beeindruckt. Viel Spaß. Er war höflich, er war vernünftig, er ist zurückgekommen, ist nicht weggerannt oder sonst was. Von daher ist das alles okay, das kann man so machen. Über den Musikgeschmack kann man streiten, ja. Das ist nicht unbedingt meins. Auch 500 Meter weiter nördlich im Maschpark muss Kommissarin Dana Dehne mit ihrem Team das erste Mal einschreiten. Ich habe Ihnen doch nichts gesagt. Ich wollte Sie nicht provozieren. Bis 22 Uhr. Ich wollte Sie doch nicht provozieren. Ich war nur telefonieren, wirklich. Ich habe doch extra nichts gemacht bei dem Pickel. Ich war doch normal im Netz, oder? Dieser Mann und seine Freunde sind den Mitarbeitern vom Ordnungsdienst der Stadt aufgefallen. Jetzt geht's ganz anders los. Vorwurf: Sie haben in die Büsche gepinkelt. Das ist im Park nicht erlaubt. Okay, ich dachte, der wäre richtig aggressiv. So, nein, er hat einfach nur dahingeseicht. Aber no shit, ne? Wenn ich hier schon sehe, ne? Wie der Kollege die Handschuhe anhat und sich die Dame rechts davon die Handschuhe schon anzieht, ne? Da weißt du schon. Also, die bereiten sich schon auf den Ernstfall vor. Zudem soll der Mann die Mitarbeiter der Stadt provoziert haben. Deshalb haben sie ihm einen Platzverweis erteilt. Der Mann bestreitet das und will nicht freiwillig gehen. Einen Platzverweis notfalls mit Gewalt durchsetzen, das darf nur die Polizei. Oh shit. Naja, die Kollegen haben Ihnen das ja gerade schon erzählt. Aber Sie sehen doch selber, ich bin zum Telefonieren rübergegangen. Weil davor haben die aus meiner Gruppe Leute beim Windpinkeln erwischt. Und weil ich Richtung zu dem Busch gegangen bin, wurde ich dann deswegen auch angeklagt. Ich habe doch nichts gemacht. Die Kollegen vom Ordnungsamt haben Ihnen das jetzt öfter erklärt. Aber nein, haben Sie nicht. Letztendlich haben Sie aber jetzt die Entscheidung. Sie haben aber wegen entschieden, was? Aber Sie wegen haben was? Weil ich in den Busch gegangen bin? Ich war in der Situation nicht dabei. Aber die Kollegen werden den Grund haben. Sie hören Sie mir jetzt mal bitte einmal zu. Die Kollegen werden Ihnen gerade erklärt haben, warum. Und nein, wenn Sie es nicht verstehen, dann tut es mir leid. Sie sollen mir jetzt einmal zuhören. Provokation. Ich war nicht in dem Sachverhalt dabei. Die Kollegen sind. Sie sollen mir jetzt einfach mal zuhören. Aber einfach ist doch mal unfair. Ruhig sein und hören, was ich sage. Ist das okay? Unfair. Ich habe doch nichts gemacht. Hallo. Ja. Nessie, wunderschön. Wunderschön, guten Morgen. Ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, du hast schon Kaffee am Start. Was frühstücke ich? Wie sieht's aus mit klassisch Cornflakes? Ist es eine Option heute Morgen? Letztendlich ist es auch egal, wir brauchen noch gar nicht diskutieren. Wir schreiben uns jetzt die Personalien auf. Der Platzverweis wurde ausgesprochen. Warum von denn? Jetzt an. Himmelblau. Für den Bereich Maschpark bis heute 22 Uhr. Wenn wir Sie nochmal antreffen sollten, dann gehen Sie ins Gewahrsam. Dann nehmen wir Sie mit. Aber warum?
Ich habe die doch gepennt heute. Mann, ruhig mal machen. Ich bin doch keiner, der irgendeine Scheiße macht. Ja, können Sie bitte mir noch einmal sagen, warum? Ich habe nichts gemacht. Jetzt bleibt beim Fahrzeug. Die Diskussion ist jetzt auch beendet. Sobald Sie Ihren Personalausweis jetzt wieder haben, verlassen Sie den Marschpark. Bis heute 22 Uhr treffen wir Sie heute nicht mehr. Von ihr oder von ihm? Die Stimme. Ja, Schäfer, es kann absolut anstrengend. Also ich glaube, das ist solche Situationen als Beamter, das würde mich auch irre machen. Ihr, ja gut. Ist natürlich, ja, ich glaube, in vielen Situationen auch schwierig. Gerade als Frau hast du es wahrscheinlich auch nicht so einfach, als Polizistin so. Auf der anderen Seite, du hast natürlich Möglichkeiten, auch sehr, sehr gut und sehr häufig HD-eskalierend in solche Geschehen reinzugehen, ne? Muss man mal sagen. Was mir gerade noch einfällt, es geht um Wildpinkeln. Und ich sage, no shit. Ich denke mir, ja, das ist richtig. Aber nicht im ganzen Bereich nicht mehr, ne? Beim nächsten Mal antreffen, dann wie gesagt, nehmen wir dich mit. Schon. Gerade ist es natürlich auch immer ein bisschen schwieriger, wenn solche Maßnahmen durchs Ordnungsamt getroffen wurden. Und natürlich dann wir auch gefragt werden, warum wir das jetzt durchsetzen sollen oder nicht. Ist natürlich schwierig, wenn wir nicht dabei waren. Schiffchen. Aber das ist halt die klassische Situation. Diskutiert wird eh immer viel. Jetzt vermischst du aber Sachen. Aber letztendlich, wenn der Platz soweit ausgesprochen wurde, dann setzen wir das halt durch. Und da ja, muss man halt gucken, dass man ein bisschen den Leuten das erklärt, versucht zu erklären. Aber in dem Sinne hat es jetzt ja auch scheinbar geklappt. Und dann schauen wir mal. Zurück am Steinhuder Meer. Mit Spritzen? Sind die denn verrückt? Diese Gruppe zieht seit Jahren zusammen an Vatertag los. Wir hatten vorhin einen Rollator, den wir umgebaut haben. Ja, von seinem Opa, der hat ihn gespendet. Und ja, dann haben wir uns halt gedacht, jetzt muss halt irgendwann mal ein richtiger Krankenwagen her. Vor 2 Wochen haben sie angefangen, ihren neuen Wagen zu bauen. Also wie eine Vorstellungsrunde. Waren halt so 200 Euro, die man mal eben schnell investiert hat, ne? Aber naja, was tut man nicht alles, ne? Für einen Tag ein bisschen Randale machen. Annika Thombrink und ihre Kollegen und Kolleginnen sind heute ehrenamtlich im Einsatz. Ehrenamtlich? Ehrenamtlich im Sinne von weniger Geld oder im Sinne von gar kein Geld? Das ist aber schon hart committen dafür, ey. Also, aus Jux und Dollerei würde ich das nicht machen. Ist doch auch so, gibt es neuerdings eine Technik, von der ich nichts weiß, wenn die Yoga-Technik... Gibt bestimmt irgendeine wilde Yoga-Technik dafür, Ral. Ja, doch, glaube ich schon. Ja, bei uns ist ehrenamtlich, also wenn jemand bei uns ehrenamtlich arbeitet, heißt es halt nicht, dass der für gar kein Geld arbeitet. Das kann sich ja durchaus unterscheiden. Aber, also dass dir Menschen so viel bedeuten, dass du für gar kein Geld an Vatertag Besoffenen hilfst, ist ja jetzt kein Unfall oder so. Das ist ja in erster Linie selbstverantwortlich. So, na, weiß ich nicht. Wir schauen jetzt mal nach, ob irgendwer schon ziemlich am Boden liegt oder ob irgendwer verletzt ist. Einfach mal alles im Blick behalten. Ey, guck mal, eine Kamera. Wenn jemand nicht mehr reagiert oder ansprechbar ist, schreiten die Sanitäterinnen und Sanitäter ein. Doch dieser junge Mann scheint gut betreut zu sein. Ach du meine Güte. Ist halt wirklich voll. Neben der Wiese ein erster Einsatz bei einem 19-Jährigen.
genau. Ich weiß es nicht, auf dem Weg hierher, auf dem Weg, wo alle waren, da wurde so Pfefferspray gesprüht und ich bin reingelaufen. Jetzt ist alles rot. Und es brennt auch sehr dunkel. Ja. Okay, wird ausgespült, okay. Also Ehrenamt wahrscheinlich auf Honorarbasis, okay. So, und jetzt wischt ihr das mal so ein bisschen raus. Ich finde, ehrenamtlich klingt halt immer so, als würdest du es einfach so machen, ne? Aber seit 18 Jahren kein Alkohol, ist wirklich stark. Super. Es sei denn, du bist 18. Nee, das geht gerade richtig gut ab, ehrlich gesagt. Also, hätte auch schlimmer sein können. Ja. Also, er hätte sich auch hinfallen, stürzen können, ne, weil die Pfefferspray, das reizt schon ziemlich sehr und das beeinträchtigt auch die Sehkraft dabei auch manchmal. Hannover Maschsee. Nur Silvester trinkst du? Aber dann viel oder einfach nur so ein Sekt oder so? Nordufer. Am Kiosk von Stefan Herzlieb. Schon das fünfte Mal muss er heute Biernachschub holen. Einerseits gut, andererseits weiß auch er, dass die Stimmung schnell kippen kann. Noch okay, aber gibt ihm noch eine Stunde oder so, dann schwenkt es um vielleicht. Also einmal im Jahr dann richtig Hartgas. Ja gut, ich muss sagen, auch jetzt in meinem Alter schon, also jedes Wochenende könnte ich das auch nicht mehr. Irgendwas mit Ei hätte ich gern, Brötchen wäre geil. Oh, okay, so ein schönes Brötchen mit hart gekochtem Ei und Maggi. Oh, hey, ich hätte auch schon Bock drauf. Brauche ich noch. Und alle anderen wollen auch Bier. Ja. 4 Euro bitte. Der Himmelfahrtstag ist für die beiden einer der umsatzstärksten Tage im Jahr. 3, 4 für den ersten. Dankeschön. Was geht so? Ja, wie erwartet, heute Vormittag war es relativ ruhig. Und jetzt gehen die Vorräte langsam zu Ende. Und jetzt müssen wir den Zapfhahn eigentlich kaum noch ausstellen. Jetzt ist der Durst dann doch noch da. Und es läuft. Noch ein kleines Bier. 200 Meter weiter die Maschseestreife. Moin, Luri. Dir geht's gut? Semmelknödel gleich Ei mit Brötchen und Milch. Oh, Semmelknödel wären auch geil, ja. Oh ja. Oh, da knurrt mein Magen schon ein bisschen. Lass mal nicht mehr drüber reden. Aber wirklich besoffen war ich seit Jahren nicht mehr. Legen sich auch jedes Jahr neue Leute mit mir an. Und ich wollte und wollen mich unter den Tisch trinken, weil bla, der verträgt ja nichts, weil nur einmal im Jahr. Ja, okay, das, also muss ich auch sagen, das bedeutet nichts, aber nur einmal im Jahr. Das geht halt trotzdem. Oliver Gerwe und Björn Rex sind mit dem Boot oft schneller vor Ort als die Streifen an Land. Oder hier in Maschsee ist das Baden verboten, außer in dem dafür vorgesehenen Bereich. Wir können jetzt mal kurz mit ihm sprechen, fragen, was der Grund war, warum er unbedingt hier rein musste. Vor allen Dingen, eben hat man noch gesehen, dass die halt rechts, ne, sind immer noch die mit dem Rauch. Also die sind halt wirklich nur dahin, weiter und dann ist schon der nächste im Wasser drin. Kein Schwimmen, ne? Ja. Ich glaube, die haben wirklich gut zu tun. Ja gut, lassen wir ihn laufen. Mit sowas hat man dann halt zu tun. Ne? Bisschen alkoholisiert, übermütig, wird nochmal schnell reingesprungen. Dann entdecken die Polizisten einen Mann sehr nah am Wasser, dem es scheinbar nicht gut geht. Oh, das kann gefährlich werden, ja. Er lebt ja doch noch. Alles gut mit ihm? Ansprechbar ist er, aber offenbar stark betrunken. Ja, ganz alt wird er heute nicht mehr. Also wir behalten ihn natürlich jetzt ein bisschen im Auge. Es ist jetzt nicht, dass wir wegfahren und nach uns die Sintflut, das nicht. Wir fahren jetzt hier enger im Kreis, gucken in 2 Minuten nochmal und sehen dann, wie es ihm geht. Aber er ist nicht alleine, seine Kumpels kümmern sich jetzt erstmal um ihn. Ja, Nessie, vor allen Dingen halt betrunken auch noch, ne? Betrunken halt zu entscheiden, jo, ich gehe jetzt schwimmen. Aber halt ein betrunkener Kopf, ne? Der ist halt wild.
Ins Wasser kotzen ist auch verboten. Ist es? Ich hab. Also. Wie ist es? Also, hätte ich. Weiß ich nicht. Nennt man Fische füttern. Ja, so klingt das nämlich viel, viel lieber. Weiß es gar nicht. Wie ist denn das, wenn du irgendwo dich hinübergibst? Ach so. Ja, hier ist natürlich ein bisschen entspannter, ne? Also wir haben eine gewisse Distanz und wir haben ein anderes Auftreten. Die Kollegen draußen an Land müssen natürlich ein bisschen robuster auftreten, haben eine andere Präsenz, weil die natürlich viel direkter dran sind an den Besuchern heute, ne, vom Maschsee. Mit wie vielen Kräften die Polizei heute im Einsatz ist, verraten sie nicht. Dana Dehne weiß aus Erfahrung, je mehr Alkohol getrunken wird, desto größer ist die Gefahr für körperliche Auseinandersetzungen. Ja. Unsere Taktik ist eigentlich jetzt bereit sein, offenes Auge haben, offenes Ohr haben. Man kann es manchmal. Danke, Schäfchen, den habe ich vermisst. Manchmal schon ein bisschen sehen. Irgendwie so ein bisschen sieht man halt, wenn die Stimmung kippen könnte. Das haben wir halt im Blick. Und sobald wir halt meinen, es ist soweit, dann gehen wir halt einmal hin. Auch wenn wir einmal zu wenig da sind, dann waren wir wenigstens da. Und dann schauen wir mal. Meistens, wenn sie sehen, dass wir kommen, gehen sie auseinander. Aber wenn es wirklich was Ernstes ist, sage ich mal, dann ist denen das auch total egal. Und dann wissen wir immer, dass wir da richtig sind. Geile Vorstellung. So, oh, Herr Officer. Wollen Sie mich nicht mal abtasten? Oh, ich mag's, wenn Sie mich so hart anfassen. Was haben Sie denn in der Tasche? Nichts, was beißen könnte, Herr Officer. Fragt mal, wenn ihr das gleich macht, genau nach dem Grund, dass ihr ihm den Grund dann nochmal genau nennen könnt, ne? Schon wieder diskutiert eine Partytruppe mit dem Ordnungsdienst. Mach die Kamera aus! Mach die Kamera aus! Plötzlich fällt ihr ein alter Bekannter auf. Nicht der Typ von eben, oder? Kommt der Wildpinkler? Eiche 71 und 2022. Jetzt gibt's auf den Sack. Und zwar geht das hier um die Person, die von uns bzw. vom Ordnungsdienst vor 15 Minuten circa einen Platzverweis bekommen hat. Diese ist jetzt wieder hier. Dementsprechend würde ich sagen, dass wir den neuen hier gleich mal brauchen mit 9.1. Jetzt geht's rund. Jetzt geht's rund. Boah, Nessie, ich muss ganz ehrlich sagen, ne? Polizei wäre das Letzte, wo ich arbeiten wollen würde. Ne, diese Situation, gar keinen Bock drauf. Gar keinen Bock drauf. Ich verstehe es nicht. Ich habe doch mit ihm geredet, ich habe nichts gemacht. Alter, du hast einen Platzverweis bekommen. Ist doch scheißegal, ob du es verstehst. Und dort gab es, glaube ich, mal eine Doku, ob der NDR-Männertag und der Platz einen festen wiederkehrenden Termin haben in ihrem Kalender. Was? Ach so, du meinst, dass die jedes Jahr das machen? Oh, das wäre schon überlegbar. Ich meine, mal ganz ehrlich, schlägt ja in dieselbe Kerbe eigentlich wie auch unsere Feuerwehr-Dokus, ne? Geht ja ganz, ganz ähnlich. Ich habe aber auch tiefsten Respekt vor Polizisten. Also, was die alles aushalten müssen, was Probleme, die lösen müssen. Na, auch gerade so dieses Aggressive, ne? Es ist ja in den meisten Fällen, kommt die Polizei, wenn du selber nicht mehr weiter weißt. Und dass die das halt so, dass das deren Job ist, nicht so krass. Ich könnte es nicht. Letztens mit einem Kumpel auch über die Polizei gesprochen. Er meinte, wir in Frage stellt und diskutiert, wenn die Polizei ihm was sagt. Für mich ist das, was ein Polizist mir sagt, für den Moment erstmal gesetzt, ja. Da wird nicht diskutiert, nein. Wird gemacht und dann im Zweifel immer noch reagiert. Also ganz ehrlich, das
Ich hatte aber selber auch selten die Situation, dass die Polizei realistisch Unrecht hatte. Na, also kann da in jeder Situation eigentlich sehr reflektiert auf mein Verhalten gucken und dann auch selber feststellen, okay, nee, ist schon richtig, was passiert. Und jedenfalls rechtssicher protokollieren danach. Oh ja. Oh ja. Das kommt auch dazu. Du bist halt auch immer in der Situation, du bist der, der sich am korrektesten verhalten muss. Ne, wir alle kennen Videos, wo teilweise vielleicht zu Unrecht behauptet wird, dass die Polizei sich schlecht verhalten hat. Es ist sehr, sehr schwierig. Und mitten in einer Situation wahrscheinlich auch nicht immer so einfach. Selbst wenn die Polizei in dem Moment aus meiner Sicht Unrecht hat, stelle ich das nicht in Frage in dem Moment. Danach kann man ja dagegen vorgehen. Ja, es kommt auch immer drauf an, ne? Es kommt immer auf die Situation drauf an. Ich denke, in so einer Situation wie in dieser jetzt, wo das Ordnungsamt beschlossen hat, nein, der hat dahin gepinkelt und der kriegt jetzt einen Platzverweis. Was willst du denn machen? Dann hast du jetzt halt gelitten. Merkst dir fürs nächste Mal. Und eier nicht noch darum. Was erwartest du denn, was passiert? Die Polizei ist in der Lage, den Platzverweis auch körperlich durchzusetzen. Und mal ganz ehrlich, das möchte doch niemand. Ich möchte doch nicht der Vollidiot sein, der jetzt gleich von 5 Polizisten auf den Boden gedrückt wird und mitgenommen. Der Idiot will ich doch nicht sein. Aber ich muss auch zugeben, dass mein Kopf sich davor sperrt, dass es korrupte Polizisten gibt. Damit meine ich jetzt einfach mal alles, was nicht korrekt ist. Muss zum Glück noch nie die Erfahrung machen. Ich auch nicht. Nein. Ich habe bisher immer eigentlich auch nur großteils positive Erfahrungen gemacht. Und meine Begegnungen mit der Polizei waren auch immer entspannt, weil ich dann auch entspannt bin. Also es ist gut, ich hatte 2 Situationen. Eine davon war während der Arbeitszeit den gesamten VW-Bus voll mit Klienten zur Einkaufsfahrt, war noch Zivi-Zeit und dann halt durch die Stadt gefahren zum Einkaufen halt. Und auf der Rückfahrt wurde ich dann von Polizisten rausgewunken, die dann der Meinung waren von wegen so, ja, haben Sie irgendwas konsumiert? Wo ich schon denkst so, Kollege, Ich hab hier 8 Klienten drin. Fahren wir den einkaufen. Glauben Sie ernsthaft, dass ich mir während der Arbeitszeit hier einen reinzwirbel und dann mit denen einkaufen fahre? Klar, sicher. Sicher. Aber war eine komische Situation. Die hatten auch Polizeischülerinnen oder Praktikanten oder sowas dabei. Vielleicht war das auch einfach dann so. Damit die Situation mal sehen. Also ich habe es jetzt nicht böse genommen. Machst halt, was sie so wollen und dann ist ja auch okay. Wenn du nichts zu verbergen hast, ist ja easy. Ne? Du wurdest mal von Zivilpolizisten zu Boden gedrückt. Das ist heftig. Das ist sehr heftig. Aber ich glaube, das ist nichts, was man unbedingt mal erlebt haben muss. Kamera weg. So, einmal anhalten. Das war. Wir haben gesagt, wenn wir Sie nochmal wiedersehen, geht's für Sie mit. Das werden wir jetzt umsetzen. Wir gehen jetzt erstmal zu unserem Fahrzeug und dann klären wir da alles weitere. Einmal hier rechts rum. Ich gehe jetzt. Ja. Ich gehe jetzt. Nee, Sie kommen jetzt mit zu unserem Fahrzeug. Sie jetzt ist zu spät, Kollege. Komm da rüber. Und nur, weil ich Richtung Busch gegangen bin. Ich bin zum Busch gegangen, nicht mal in den Busch rein, an den Busch, ja, hatte mein Telefon in der Hand. Wie gesagt, du kannst es mir auch noch 20 Mal erklären, es ist mir letztendlich egal. Du hast also einen Platzverweis bekommen. Ist Ihnen egal, dass ich nichts gemacht habe? Du hast einen Platzverweis bekommen, du bist nicht gegangen, du bist wiedergekommen. Das heißt für uns, wir nehmen dich mit zur Dienststelle. Aber für was habe ich denn einen Platzverweis? Deswegen warten wir jetzt hier, bis du zur Dienststelle verbracht wirst. Sie sagt doch nichts, außer dass diese Ordnungsdings da... Wir haben dich ausreden lassen. Dass das überhaupt dabei raucht, finde ich schon sehr, sehr frech. Das ist schon sehr respektlos, meiner Meinung nach. Und da auch wieder als Polizist, ne? Da die Ruhe bewahren.
schwer. Ich bin mal nachts 3:30 mit dem Moped angehalten worden. Ich wollte nur, dass ich puste. Ja, okay, ich wurde auch mal nachts auf dem Weg nach Hause von der Polizei angehalten. Also auf dem ganz normal gelaufen. Und die wollten mich dann einmal auf links drehen. Da war auch alles fein, weil der nie irgendwas gemacht. Wenigstens geht er friedlich mit. Ja, das ist schon ein Vorteil. Nee, ich würde auch nicht auf die Idee kommen, mir dann noch eine Zigarette anzumachen. Ich finde das wirklich, also das ist schon respektlos. Das weiß ich nicht. Keine gute Idee. Das setzt schon so ein Zeichen. Nee, mach mal lieber nicht, ey. Genau, du hast es jetzt aber gehört und mehr brauche ich auch gar nicht sagen. Wir warten jetzt hier, bis du mich abholt wirst von den Kollegen und dann fährst du auf die Dienststelle. Für den jungen Mann heißt das jetzt, er kommt zunächst mit auf die Wache. In Polizeigewahrsam. Und das, obwohl er doch nur telefoniert hat, ne? Ärgerlich manchmal. Junge, die wollen mich mitnehmen, Digga! Er hat immer noch gegen was? Was? Du sagst doch gegen was? Du bist nicht mal viel älter als ich. Ach, jetzt wird die Alterskarte noch gespielt. Oh, das ist natürlich auch sehr, sehr spannend. Mach das ruhig, Schäfchen. Unser alter Hund wäre mal fast 2 Polizisten angefallen, weil die unsere Haustür fast eingehauen haben. Was? Was? Warum denn das? Ich bin vor vielen, vielen Jahren mal nachts mit einem Kumpel im Auto angehalten worden. Hatten 2 Waffen dabei? Achso, alles legal und erlaubt? Okay. Aber da war was los, sag ich dir. Das Auto vom Kumpel war getuned bis zum Anschlag. Ach du Scheiße, nichts erlaubt. Ach du meine Güte. Danach hat keiner mehr gesehen. Eieiei. Da, Ergo, wer ein illegales Auto fährt, sollte Waffe im Auto haben. Bald spielen sie Uno? Den verstehe ich noch nicht. Nee. Sobald du irgendwas Schlimmeres, Auffälligeres hast, glaube ich. Ich hatte einen Freund, der hat auch regelmäßig gekifft und hat auch gern mal Alkohol getrunken und ist dann auch noch Auto gefahren. Und sein Glück war, dass er eine A-Klasse gefahren ist. Und eine A-Klasse ist halt so ein extremes Rentnerauto anscheinend und so unauffällig, dem ist nie was passiert. Ach so, wegen Alterskarte. Ja. Und gleich ziehen 2 Leute. Dann ist aber Feierabend. Du bist viel zu viel älter als ich. Ja, dann checkst du doch, dass ich nichts gemacht habe, Digga. Aber wegen was? Wegen was, Nachui? Ich schrie Nachui, wegen was? Aber wegen was, Platzverweis? Können Sie mir am EG den Torwart? Aktuell Modell nicht mehr? Okay, das war halt wirklich so ein altes. Also das war wirklich so ein Rentnermobil eigentlich. Und wie gesagt, das hat ihm immer einen Arsch gerettet, so. Nein, Sie, mir ist scheißegal. Sie hören mir jetzt fassen Sie mich nicht an. Fassen Sie mich nicht an. Oh Gott. Wir müssen mal das komplette Ding jetzt durchgehen, oder? Auf den Boden, Reservekarte. Ha. Okay, also wenn du die Reverse-Karte ziehst, hey, den finde ich schon wirklich lustig. Bei deutschen Polizisten, okay. Das große Problem ist natürlich, um die Karte zu ziehen, musst du an deine Tasche fassen. Oh, könnte gefährlich werden. Ich mache bei sowas auch unbeliebt. Wenn einer getrunken hat und fahren will, schreite ich in der Regel ein. Macht man sich im Moment keine Freunde mit. Ist aber das komplett Richtige. Aber es ist... In meiner Vergangenheit habe ich über solche Sachen nicht nachgedacht. Na, heutzutage wäre mein Gedanke auch anders. Aber wir haben da auch Freunde, die sind auch... Den waren wir immer feiern und die haben auch beide getrunken und am Schluss ist eigentlich nur der gefahren, der noch am besten laufen konnte. Muss man sagen, zu Recht die Person auch im Laufe der Zeit mal einen Führerschein verloren.
zu Recht. Ist nie was passiert, aber angehalten worden und ja, ordentlich was drin gehabt. Vor unserer Tür, weil die uns eine Todesmitteilung ausrichten wollten, aber keiner zu Hause war. Mein Bruder kam heim und ist direkt rein. Die haben das gesehen und haben geklingelt. Mein Bruder ist aber direkt unter die Dusche mit Musik und hat nichts mitbekommen. Ja, ist ja nicht verwerflich. Die haben so gegen unsere Tür geballert, dass mein Bruder letztlich vom Krach unseres Hundes gemerkt hat, dass da was nicht stimmt. Krass. Er ist runter und hat durch die Tür gesagt, wenn sie es nicht lassen, mache ich die Tür mache ich die Tür auf und halte den Hund nicht zurück. Ist aber auch ein komisches Verhalten, oder? Also man ist doch nicht. Ist es Gesetz, dass du bei der Polizei die Tür aufmachen musst? Nee, oder? Kann ich doch selber entscheiden, oder nicht? Ich meine, gut, die hatten schon was Wichtiges quasi, ne? Aber wenn ich dann wieder klingel und es macht wieder keiner auf, sollte ich vielleicht für mich selber dann auch mal entscheiden, okay, scheinbar wird das heute nichts mehr. Und dann vielleicht wann anders wiederkommen. I don't know. Aber komm, jetzt gucken wir mal, was passiert. Ich glaube, das eskaliert gleich doch nochmal richtig. Sie mir scheißegal. Sie hören mir jetzt mal. Fass sie mich nicht an. Sie hören sich mal auf, die ganzen Kollegen rein. Wir haben es Ihnen jetzt wärmer erklärt. Irgendwann reicht es doch mal. Wenn die hier noch weiter aufkommen, dann kriegen sie auch gleich ein paar Handfesseln um. So, ja. Guter Bruder, was ist das, ja? Ich haue nicht ab. Machen Sie sich mal keine Sorgen. Chillen Sie mal. Ich chille. Ich bin hart am Chillen. Sie. Für ihn ist die Party erst einmal zu Ende. Habt ihr alles eingepackt, ne? Alles eingepackt, ja. Warte Gott, ey. Die waren angepisst, weil denen die Tür nicht geöffnet wurde, weil die keinen Bock hatten zu warten. Ja. Und wenn dein Bruder da auch noch zu jung gewesen wäre, dem das mitzuteilen, das ist auch natürlich schwierig. Ich kenne mich damit nicht aus. Also, keine Ahnung. Hätte jetzt nicht gewusst, dass es da irgendwie so ein Mindestalter gibt, macht aber irgendwie ja Sinn. Aber ist ja zum Glück auch nichts, worüber man sich so regelmäßig Gedanken machen muss, ne? Weil wir trinken und Auto fahren wollen und es auch machen, zeigt, dass sie nicht verantwortlich handeln können, beziehungsweise wollen. Die haben hinter dem Steuer nichts verloren. Gebe ich dir recht, Schäfchen? Wenn du so unverantwortlich handelst, hast du es eigentlich verwirkt, ein Kraftfahrzeug zu führen. Das ist richtig. Ein mobiler Zellenwagen, ja. Und letztendlich richtiger ist ja auch Partybus. Genau das so ein bisschen das Präventive, die präventiven Maßnahmen durch uns, dass wir im Vorfeld schon Personen, die vielleicht negativ auffallen, die irgendwie schon stören, dass wir die direkt hier frühzeitig schon aus dem Bereich herausbekommen, sage ich mal, sodass wir vielleicht dadurch halt gar keine große Eskalation am Ende des Tages haben noch. Zurück am Steinhuder Meer. Die Feierwiese ist gut gefüllt. Die Johanniter voll. Wurden zu einer jungen Patientin gerufen. Ein 16-jähriges Mädchen soll sich in einer der aufgestellten... Der Zellwagen jetzt so lange dort steht, bis er voll wäre. Das wäre schon lustig. Ja, das wäre ziemlich gut. Wenn du einem Kind mitteilst, dass ein geliebter Verwandter gestorben ist und kein erwachsener Erziehungsberechtigter anwesend ist und das zusammenbricht, haben die Polizisten ganz große Probleme. Gut, ich meine, wie alt war denn dein Bruder? Also das weiß ich ja auch gar nicht. In meinem Kopf 16, aber wahrscheinlich dann viel jünger als das, oder? Ja, nee, also da sollte man schon irgendwie, wenn man als Polizist da hinkommt, dann irgendwie auch echt da fragen, ob in Anführungsstrichen Erziehungsberechtigte da sind, ne? Toiletten übergeben haben. Und dann erstmal mit denen halt das Ganze besprechen und die können es ja dann den anderen mitteilen. Ne? Weil die haben ja ein viel besseres Verständnis im Normalfall, wie das Kind drauf reagiert. Ah, okay, natürlich. Die Sanitäterinnen und Sanitäter messen... Wie gesagt, habe ich noch nie drüber nachgedacht, aber macht schon durchaus Sinn, absolut. ...Blutdruck und geben ihr Wasser.
Für die Jugendliche ist die Feierei vorbei. Die Eltern kommen zum Abholen. Ich möchte sagen, es ist auch so ein bisschen Corona geschuldet. Die kennen das alles nicht. Ne? Die fangen jetzt an, sich auszuprobieren und so. Und um diese Uhrzeit ist das schon ein sehr typisches Bild dafür. Am Rande der Wiese werden die Johanniter zu einem betrunkenen Mann gerufen. Er ist kaum ansprechbar, kann nicht mehr gerade sitzen. Ich kenne das ja nicht. Die wissen ja gar nicht, wo eine Grenze ist. Also da ist Corona, das ist schon schuld. Absolut. Fami, wunderschönen guten Morgen. Mir geht's sehr, sehr gut. Sehr verquatscht in Videos. Aber wunderbar, ist immer schön und ich hoffe, dir geht's auch gut. Wie war deine Woche? Ein Fall für den Krankenwagen. Also die sollten, auch wenn sie so sind wie der junge Mann halt, da muss immer jemand dabei sein, der quasi reagieren kann, wenn er dann bewusstlos wird oder gar nicht mehr reagiert. Zur Sicherheit kommt der Mann ins Krankenhaus. Ist schon besser. Ich meine, es ist zwar das Alkohol im Spiel, aber es muss ja nicht immer Alkohol schuld sein. Wir hatten auch früher mal eine Situation bei uns in der Diskothek, die wir damals hatten. Und da waren wir so, weiß ich nicht, lass es so 16, 17 gewesen sein. Ne? Damals hat man ja da auch schon trinken können und so. Da ist auch nicht so viele Leute interessiert. Und da hatten wir auch einen Kumpel und der ist auch plötzlich einfach so im Stuhl zusammengesackt. Und wir dachten zuerst so, boah, okay, vielleicht wegen Alkohol und so, haben ihn halt so rausgebracht. Und im Endeffekt hat sich aber rausgestellt, dass, was wir alle nicht wussten, auch er nicht, dass er halt Diabetes hat. Und er hatte dann einfach quasi mehr oder weniger sowas wie ein Diabetes-Zuckerschock. Ich weiß nicht, in welche Richtung. Ich schätze mal zu viel Zucker, weil ne, Alkohol, oft mit Zuckergetränken so. Aber deswegen, also man weiß es halt nie so genau, ne? Muss man schon aufpassen. Muss nicht immer der Alkohol schuld sein. Wenn der Alkohol ist schon ziemlich gefährlich. Ich habe damals gesehen, wie viele abgestürzt sind. Ja, Alkohol, klar, wird total unterschätzt. Ne, das, weil es halt so sozial anerkannt ist, glaube ich auch. Ne? Wir haben vorhin schon gesagt, wir rauchen auch. Das ist alles eigentlich deutlich extremer, als man das immer so dem Ganzen zuschreibt. Auf dem Maschsee ist ein Boot gekentert. Die Helfer der Maschseeaufsicht sind schon da. Und man weiß halt am Anfang ja nie, wie ist die gelandet in dem Wasser. Oh. Ne? Liegt die vielleicht unter dem Segel oder hat die den Mast oder sowas auf den Kopf gekriegt und ist jetzt bewusstlos und liegt irgendwo so im Wasser, dass sie eben halt im Kopf unter Wasser ist. Es gibt genug Abstürze bei MMOs. Ja, klar, irgendwie, ne? Alles, was eine Sucht triggern kann. Sicher. Sicher, sicher. Ich meine, es gibt ja auch viele Leute, die mal eine WoW-Sucht hatten, ne? Ja. Erstmal gucken. Die kennen das hier. Triggert halt so die richtigen kleinen Rezeptoren in deinem Kopf. Ja, und dann ist es gefährlich. Ja, ne, von der Maschseeaufsicht, die wissen da schon eher, was zu tun ist, aber ein bisschen unterstützen zur Not. Hm? Vor allem vielleicht einfach die Stelle ein bisschen absichern, ne, jetzt mit den Tretbootfahrern hier und sowas. Wichtig ist erstmal, dass die Leute halt irgendwie gesichert werden. Ach, herrje. Aber wie schnell kentert so ein Ding? Also das sieht jetzt auch nicht gerade klein aus, oder? Unterschätze ich vielleicht. Alles gut. Das würde mich als Beamter auch nervös machen. Starker Windzug kann ausreiten. Oh, echt? Okay, wenn der richtig ins Segel greift, ne?
wo ist das? Hannover, glaube ich, war es. Hannover, irgendwas Wiese. Die sind alle himmelblau. Die sind alle himmelblau. Oliver Gerwe möchte noch einmal nach dem Betrunkenen am Ufer schauen. Ihn haben wir jetzt auf der Bank liegend gefunden. Vielleicht stupsen wir ihn mal kurz an, gucken, was er sagt. Und fragen mal seine Kumpels, was sie glauben, wie lange sie ihn da liegen lassen können. Ich lege wieder über den Bug an. Mhm. Gut, aufsetzen geht zumindest noch. Außer als wenn Wasser getrunken wird. Ja, laufen geht auch noch. Alles gut? Ich möchte nur verhindern, dass du irgendwo auf der Bank liegst, einpennst und dir dann irgendwie erbrochen ist hinten in den Rachen. Der Mann zeigt sich einsichtig und versichert, dass seine Freunde gut auf ihn aufpassen würden. Muss man wirklich sagen, ich finde das so schön, wie nett und ruhig die halt auch wirklich einwirken. Ne? Also das weiß ich nicht warum, aber es macht mich so glücklich einfach, dass du zu sehen, wie, guck ihn dir doch mal an. Wie... Ich glaube, Schäfchen hatte recht. Ich glaube, Schäfchen hatte wirklich recht. Ich frage mich, ob die Legalisierung von Cannabis früher kommt als das Verbot von Alkohol. Ja, Alkohol ist halt wirklich, kann halt echt ein Teufelszeug sein, ne? Und beides auf seine ganz besondere Art und Weise ganz schlecht. Sehr unterschiedlich, aber finde ich beides nicht gut. Aber ich denke, dass es illegal ist, ändert nichts. Ne? Also die Leute, die halt auch irgendwie was zu kiffen haben wollen, die finden was zu kiffen. Egal, ob das legal ist oder nicht. Ich denke, wenn ich die Bilder sehe, ist das der letzte Ort, wo ich sein will. Ah. Ja. Nee, wer jetzt... Mir wäre das auch so ein bisschen zu überlaufen dort. Mal kurz ausgerechnet, Eis darf nachher circa 22 Kilo Futter von hinter der Couch hervorholen. Was? Wäre schön, wenn der Himmel blau singen würde. Man will die Polizei auf jeden Fall sympathisch zeigen und nicht realistisch. Nee. Wir hatten ja eben auch schon, ne, also da, wo die wirklich anders eingreifen mussten, das andere war auch schon sehr realistisch. Also so habe ich es auch schon kennengelernt. Ändert etwas, und zwar die Schädigung aufgrund der Verfolgung. Ja. Muss man auch mal sagen, ne? Also da muss sich die Polizei natürlich auch sehr viel mit irgendwelchen dusseligen Kleinkriminellen auseinandersetzen. Und damit auch die Justiz, was alles vielleicht gar nicht so unbedingt sein müsste. Aber das Thema ist sehr, sehr groß. Sehr, sehr groß und sehr facettenreich. Okay. Langer, leiser Shot. Wir haben rennende Polizisten. Kein gutes Zeichen. Schlägerei, schätze ich. Im Maschpark. Anscheinend hat es eine Prügelei gegeben. Die Lage ist unübersichtlich. Polizeikommissarin Dana Dehne versucht mit ihren Kolleginnen und Kollegen, die Gruppe zu sortieren. Bald ist klar, dieser Mann soll versucht haben, mehrere Personen anzugreifen und zu schlagen. Und wehrt sich auch sehr, sehr gut, okay. Es gibt ja Studien, die besagen, dass PTBS mehr als die Hälfte der Verfolgten haben. Okay. Ich denke, es gibt verschiedene Rollen, auch bei der Polizei. So auf dem Boden kann man relaxer sein als Ordnungskräfte bei den Betrunkenen oder bei Systemsprengern. True. Ich meine, die greifen ja jetzt wirklich in so richtige Hardcore-Situationen eigentlich schon ein, ne?
Währenddessen die auf dem Boot ja eigentlich nur gucken, dass alles so ein bisschen sicher ist. Also klar, da ist schon ein gewaltiger Unterschied, das sehe ich auch so. Wenn du gleich frei bist, kannst du schon mal gerne zu uns kommen. Was ist denn das Schwuchtel, Digga? Oh, Bambenbeleitung, nice. Wir lagern das Katzenfutter in der Couch und das holen wir portionsweise heraus. Früher habe ich das alles in der Küche gehabt oder im Keller, aber im Keller ist jetzt auch nach dem Ausmisten und der Wohnungszusammenlegung kein Platz. Aber in der Couch ist ungenutzter Raum, also ist das Katzenfutter dort gelagert. 18 mal 800 Gramm und ein Beutel Trockenfutter 6,5 Kilo. Uiuiuiui. Das sind halt mal mal eben 2 Millionen mit PTBS nur durch die Beamten ausge... Alter. Okay. Das ist krass. Ja, was? Was? Ja, reicht jetzt. Was? Reicht jetzt. Was, Digga? Reicht jetzt. Deine Mutter, Junge. Beruhig dich, sonst gehst du wieder auf den Boden. Juck mich doch nicht, beruhig Digga. Beruhig dich. Was hab ich gemacht? Gar nicht. Du sollst dich beruhigen. Dein Vater ist ein Schwuchtel. Beruhig dich. Junge, ich hab nichts gemacht, Digga. Da hab ich voll. Ja, ich finde, er macht seinen Punkt ziemlich gut klar. Ne? Also, es ist ziemlich eindeutig, dass er nichts gemacht hat. Das eindeutig. Ist unschuldig, der junge Mann. Es ist so. Dich. Junge, ich hab nichts gemacht, Digga. Da hab ich voll. Der Vater ist ein Schwuchtel. Junge, hör auf, dich zu wehren, sonst geht's wieder runter. Halt's Maul, Junge, juck mich doch nicht. Ich hab nichts gemacht. Beruhig dich. Halt's Maul, ich hab nicht mal was gemacht. Was ist los? Nimmt er mir die Mische aus der Hand? Zerdrück die, wirft die weg. Ich sag, Junge, was machst du? Kommt auf mich rauf, will mich irgendwie packen, dann habe ich ein Bein gestellt, umgeschubst, dann kam der Herr schon, hab ich weggezogen. Ganz kurz, wer sagst du, wer ist dein Kumpel? Er im Dunkeln? Alle meine Kumpels waren genau daneben. Die waren alle und wer wurde von ihm angemacht? Er im Dunkeln. Er wurde angemacht okay, und. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Der Mann ist so betrunken, oder der Junge? Ah, gut, aber kann er sein. Besoffener Mitbürger. Ja, ja. Es gibt bequemere Arten und Stellen, sich hinzulegen. Ja, ich muss auch sagen, gerade so, wenn man vorher noch den Staub so aufwirbelt, ist es halt auch irgendwie, also ist auch gesundheitlich wahrscheinlich einfach nicht so gut. Er hat mich angegriffen, ich habe ihn zu Boden geworfen und das war's. Dann hat der Herr mich schon weggezogen. Also nichts Großes. Absoluter Champion im Hintergrund. Beste bisher. Also, das ist richtig krass. Eigentlich, aber wenn man zu viel trinkt. Oh Gott, oh Gott. Der Mann kommt erst einmal in Polizeigewahrsam. Ihn erwartet eine Anzeige wegen Körperverletzung, Beleidigung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und tätlichem Angriff. Ja, ist eine Menge. Das lohnt sich wenigstens. Und die Musik im Hintergrund, ne? Alkohol. Vollkommen zu Recht legal. Oder? Wobei, vielleicht finden wir ja noch raus. Vielleicht war da noch was anderes im Spiel. Vielleicht. Aber der ist mehr als himmelblau. Also der ist wirklich mehr als himmelblau. Ah. Ich weiß, ich stehe mit meiner Meinung alleine da, aber Gaffen macht schon Spaß. Ja, besonders, wenn du es dann auch noch in so guter Qualität bekommst. Das macht es halt richtig gut, finde ich. Hatte auch schon mit der Polizei zu tun und oft
reagieren die grundlos über, weil man seine körperliche Unversehrtheit schützen will und bekommt dann auch schnell Widerstand gegen Beamte. Mag in manchen Situationen so sein, aber in der Situation würde ich jetzt nicht davon sprechen. Sowas muss aber viel härter bestraft werden. Wir sind Sozialarbeit fertig, ja. Warum hat der Kamerapolizist eigentlich immer eine weitere Beamtin, die ganze Zeit an seiner Seite? Ja, damit ihm die Kamera nicht weggenommen wird. Deutsch und Alkohol sind wie Amis und Waffen. True. Ich glaube wirklich. Magst du recht haben, Nacho, dass es auch einfach so ein bisschen sein Charakter ist. Ja, und der Alkohol das einfach nur ein bisschen freisetzt auch. Notieren wir meistens auch die Dienstnummer und das gefällt ihm gar nicht. Dafür kann man schnell mal einen Schlag in die Fresse bekommen. Was? Warum denn das? Also Fami, du da eher auch negative und ich sage mal, also korrupt ist ja das falsche Wort. Was ist denn das richtige Wort dafür? Halt, keine Ahnung, einfach negativ. Negative Erfahrungen und Ausnutzen von Macht vielleicht eher. Mach einfach ruhig mit und nichts passiert. Das ist zumindest meine Erfahrung, ja. Oh, Nessie, neun Perso. Mach das. Wenn man in den Wald schreit, so schallt es zurück. In vielen Fällen, ja. Ja. Halt deine Fresse! Du hast genau wie er mit mir. Eieiei. Bilanz am Ende. Sowohl der Randalierer als auch zwei Beamte werden nach Polizeiangaben leicht verletzt. Zwei Zeilen schon mal vorher. Keine Ahnung, was mit ihm jetzt genau ist, aber ich denke mal jetzt auch, man wird da nochmal auch vor allem pusten lassen natürlich, um zu gucken, ob es vielleicht noch an anderen berauschenden Mitteln liegen könnte, dass er vielleicht so hochgefahren ist, aber... Ja, für den Moment ist das natürlich nicht so gang und gäbe, was man so hat. Ne? Das war schon jetzt dann direkt eine krassere Nummer, sage ich mal. Und deswegen größten Respekt. Ey, das könnte ich nicht, ne? Das wäre nicht mein Job. Kurz vor sechs am Steinhuder Meer. Das Ende der Feierei. Ich weiß nicht, ob ich schon gefragt habe. Darf ich ein Foto mit Ihnen machen? Nein, Entschuldigung. Ah, Mann. Wegen der Kamerapolizist und Partnerfrage. Die Kamera ist ein höheres Ziel für Krawallmacher. Ja, sicher, die wollen nicht gefilmt werden. Hat die Sicht aus der Masse heraus und zeichnet auf. Das zieht gerne extra Aggression auf sich. Das kann ich mir gut vorstellen. Auf der anderen Seite ist es natürlich für alle Beteiligten eigentlich schon fast ein Stück Schutz. Weil halt ganz klar ist, was dann passiert ist. Also zumindest klarer als einfach nur Aussagen, ne? Also zu 18 Uhr Musik aus, ne? Und für euch schon mal für den Hinterkopf, um 19 Uhr ist hier auf die Wiese. Ah, Wind-THC. Mehr als 1000 Feiernde auf einer Wiese. Kaum Einsätze für Polizei und Johanniter. Ein ruhiger Vatertag am Steinhuder Meer. Ja, also es ist auf jeden Fall nach Corona mal wieder was anderes, die Leute so feiern zu sehen und so viele Leute auf einem Haufen zu sehen. Aber die Leute haben alle Spaß dran, deswegen ist die Stimmung, denke ich, auch soweit
sehr gut. Und von daher ist es dann auch schön, wenn es friedlich verläuft, dann ist das für uns auch ein guter Tag. Ich meine, wenn das jetzt die zwei krassen Dinger waren, ne? Okay. Okay. Wenn das jetzt das Krasseste war, was an dem Tag passiert ist, ey, war ein guter Tag, dann würde ich sagen. Fazit der Polizei auch in Hannover. Es blieb deutlich entspannter als in den Jahren vor Corona. Ja, es war mal wieder, ich denke, ich kann da für alle Kollegen sprechen, schon ein spannender Einsatz auf jeden Fall. Mal wieder ein bisschen Abwechslung, auch mal ein bisschen, dass wieder ein bisschen Action war, ein bisschen was passiert ist. Aber ich denke trotzdem, unterm Strich ist es relativ ruhig gewesen noch. Die allermeisten Menschen haben friedlich den Vatertag gefeiert.